zu Gast haben zu einem wichtigen Zukunftsthema, nämlich die Frage, wie wir unsere Landschaft organisieren wollen. Uns war es ein doppeltes Anliegen, die Vertreter des Ministeriums zu Gast zu haben. Zum einen war uns wichtig zu erfahren, wie das Land Hessen aktuelle Reform bewertet und auch insbesondere welche Schlussfolgerungen sie für unseren Versorgungsraum daraus zieht. Zugleich wollten wir aber auch deutlich machen, dass wir als Landkreis und als Stadt Korbach unsere Überlegungen zur Entwicklung der Korbachlandschaft eng abstimmen wollen mit dem Land, idealerweise die Zielstrategie, die wir gerade aktuell erarbeiten und die dann im Dezember sowohl dem Kreistag als auch der Stadtbauversammlung vorgelegt werden soll, dass wir dies eng synchronisieren mit den Überlegungen des Ministeriums zur Entwicklung der Landesfachplanung. Und eines Tages müssen beide Häuser einen Versorgungsauftrag bekommen. Das ist im Moment eine sehr dynamische Zeit, das werden die Kollegen, glaube ich, gleich noch skizzieren, weil wir gerade die Diskussionsverfahren zu befinden und durchaus mannigfaltige einige Fragestellungen noch offen sind und auch die Bundesländer und vor allem das Land Hessen darauf drängen, auch nochmal Verbesserungen zu erreichen. Das können wir, glaube ich, nochmal ein bisschen der Südo beschreiben. Wir haben heute eine sehr intensive Informationsveranstaltung erleben dürfen. Es gab auch dezidierte Nachfragen. Ich glaube aber die Botschaft, dass wir diesen Prozess transparent kommunizieren wollen, das ist angekommen. Und das wollen wir auch gern weiterhin so organisieren, weil wir ja nicht fertig sind, sondern gerade erst im Beginn stehen des Projektes. Wir haben kurz skizziert, Ende dieses Jahres die hoffentlich erfolgende Grundsatzentscheidung bei der Gebietskörperschaften. Das wäre dann ein Arbeitsauftrag dann an die Verwaltung, an die Planungsorgane, den eigentlichen Transaktionsprozess zu entwickeln. Dafür haben wir vorgesehen, das Jahr 2025 mit Synchronisation der Landesfachplanung und vielen anderen Nebenthemen super ambitioniert. Das will ich nochmal deutlich unterstreichen. Wir sind uns da jetzt in einem komplexen Handlungsfeld. Wenn es ideal verläuft und wir pünktlich fertig sind, wäre dann die Idee zum 1.1.2026 die Fusion scharf zu schalten und mir ist noch wichtig deutlich zu machen, dass dann auch erst noch wesentliche Arbeit zu leisten sein wird. Die Neugestaltung der Krankenhauslandschaft wird nicht innerhalb einer Woche erfolgen, sondern wird Zeit beanspruchen. Die müssen wir uns auch nehmen. Wir müssen die Mannschaften beider Häuser auch entsprechend mitnehmen. Das wird nach Lage der Dinge auch Geld kosten. Und auch dafür brauchen wir die Bereitschaft der Politik, diese Mittel bereitzustellen. Wenn auch klar ist, dass wir an dem Fernziel festhalten, dass sich Krankenhausversorgung auch in die bestehenden originären Systeme finanzieren werden müssen. Es kann keine Dauerlösung sein, dass die öffentlichen Haushalte dort Mittel zuschießen. Das mal vor die Klammer gezogen. Wir haben für Sie den Pressetext vorbereitet. Da können Sie den nach dem Status nochmal entnehmen. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, dass Sie vielleicht mal kurz skizzieren, wie ist der Weg des Landes auf unser Vorhaben. Dann würde ich bitten, dass der Bürgermeister und der erste Kreisbeirat nochmal entsprechend flankieren, wenn auch doktorisch unsere fachlichen Details geht. Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich begrüßen wir den Kooperationsgedanken ausdrücklich, weil er unabhängig von der Krankenhausreform der demografische Wandel und der Fachkräftemangel uns alle betrifft. Und von daher machen diese intensiven Zusammenarbeiten in einem Haus mit zwei Standorten absolut Sinn. Wenn wir auf die Krankenhausreform kommen, dann macht es auch dahingehend Sinn, weil zukünftig eine andere Struktur vorgesehen ist. Es geht ja um Leistungsgruppen und bei diesen Leistungsgruppenzuweisungen geht es auch um Mindestfallzahlen. Und wenn Sie ein Haus mit zwei Standorten haben, die nehmen wir mal an, es gibt jetzt die, Sie sagen, eine Mindestfallzahl von 70. Bis dato hatten Sie aber an dem einen Standort nur 30 und an dem anderen, sagen wir mal, 45. Dann könnte ich gar keinen Standort zukünftig das zuweisen. Wenn ich aber ein Haus mit zwei Standorten habe, dann kann ich sagen, zusammen hatten die und dann können wir es einem Standort ganz gezielt zuweisen. Davon profitiert aber auch der zweite. Von daher geht das genau in die richtige Richtung, zumal auch diese beiden Häuser ja hier Sicherstellungshäuser sind. Also sie sind für uns
Standorte, die absolut erforderlich sind. Und die Krankenhausreform selbst, wenn ich sie bewerten sollte, das Gesetz, es geht in die richtige Richtung. Aber, so hat es ja auch gestern auch schon die Frau Ministerin Scholz auf dem Krankenhaustag gesagt, sie empfiehlt, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Warum? Es gibt für uns vier elementare Dinge, die auch diese Standorte jetzt übrigens hier betreffen. Das eine ist die Übergangsfinanzierung. Die ist im Moment noch unklar im Gesetzentwurf. Das heißt, wie stabilisieren wir unsere Häuser, auch gerade wenn es um Betriebskosten geht, bis die Reform wirksam wird? Das ist die sogenannte Übergangsfinanzierung. Das andere ist die sogenannte Vorhaltefinanzierung. Also zukünftig sollen bestimmte Standorte dafür, dass sie Leistungen vorhalten, praktisch so eine Art Basissockelfinanzierung bekommen. Die ist aber auch noch nicht im Detail geregelt. Das würde auch die beiden Häuser betreffen. Dann geht es aber auch darum, wie ist die Kooperationsfrage? Die ist im Moment auch noch unklar. Es dürfen zwar Kooperationen gemacht werden, aber wir wollen selbstverständlich, wenn wir jetzt zwei Standorte haben, Frankenberg und Vorbach, dass man nicht nur ambulante Sprechstunden anbieten kann, von dem einen Standort in dem anderen, sondern dass wir auch ganze Teams von dem einen Standort zum anderen verlagern können und die dann dort auch Operationen durchführen und nicht verlangt wird, dass ich an beiden Standorten wieder die Teams vorhalten muss, weil dann ist es ja unrentabel. Und der vierte Punkt, der im Moment noch im Gesetz unklar ist, ist die Standortdefinition. Da wollen wir einfach Klarheit haben. Das sind die vier Punkte. Aber summa summarum kann man festhalten, dass mit der Grundidee, die hier vorangegangen wird, es sowohl in den Zeitgeist passt, als aber auch im Sinne der Krankenhausreform, wie sie angegeben wird. Denn auch Hessen unterstützt die Reform an sich. Unabdingbar, wir wollen die Reform nicht verhindern, sondern wir wollen sie jetzt noch in Details verbessern und Klarheit herbeiführen zu den Punkten, die ich eben genannt habe. Ja, vielen Dank. Ich schaue mal Richtung Bürgermeister. Eines der Schlüsselprojekte seiner Laufbahn, darf ich mal sagen, in den letzten Wochen. Sehr schön. Ich habe gerade mal ein Zitat gelesen, das kann ich nur unterstreichen, nämlich das unter anderem das Wichtigste ist, was habe ich gesagt, ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung einer optimalen Gesundheitsversorgung. Es gibt zwei weitere Punkte. Ich beginne mit dem ersten Punkt, das ist das Thema Veränderung um uns herum. Das ist gesellschaftspolitisch, brauche ich, jeder spürt das, das brauche ich nicht zu erzählen. Das zweite ist, was wollen wir eigentlich? Wir wollen dauerhaftes, hohe medizinische Angebot für die Menschen in unserem Landkreis erhalten. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, das hohe medizinische Niveau, auf das wir in beiden Häusern auch sehr stolz sind. Und das dritte, das ist eine sehr pragmatische Sichtweise. Wir reden gerne in dieser Gesellschaft über demografische Entwicklung. Diese demografische Entwicklung wird heißen, wie bekommen wir in Zukunft genügend Mitarbeitende in die Häuser hinein. Das heißt, wie gesagt, das ist nicht nur demografische Sicht im Allgemeinen, sondern auch aus dem Krankenhaus raus. Das heißt, wir haben immer mehr Mitarbeiter, die uns verlassen. Wo bekommen wir genügend Pflegekräfte und vor allem ärztliches Potenzial her? Und dieser Dreiklang, also von gesellschaftlicher Veränderung, von dem Anspruch an eines hohen medizinischen Niveaus in der Frage sektorenübergreifendes Wirken und das Thema zukünftige Arbeitsplatzsicherung. Das ist einer der ganz wesentlichen Punkte. Dazu gehört natürlich dann auch mit einem Krankenhaus mit zwei Standorten die Frage der Notfallsensibilisierung. Das heißt, im Klartext heißt es immer Golden Hour. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Im Golden Hour soll nicht eine Stunde sein, sondern nach Golden Hour. Das heißt, 30 Minuten die Erreichbarkeit in jeder Lebenslage. Und das zu gewährleisten, ist dieser Weg, den Landrat Tandaus jetzt maßgeblich mit eingeschlagen hat, genau der richtige. Und ich glaube auch, dass wir gut daran tun, das auch als gemeinsames Projekt zu definieren. Das gilt vor allen Dingen auch für die anderen begleitenden Kommunen, die natürlich auch mit im Boot sitzen. Und deshalb war die Veranstaltung heute mehr als gut des Landkreises, also sprich die Abgeordneten des Landkreises und natürlich die der Stadtverordnetenversammlung heute die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen und die Fragen, die gestellt wurden, hatten Hand und Fuß, aber ziehen genau in die richtige Richtung. Dass wir jetzt am Anfang stehen, ist das eine, aber irgendwann muss man den ersten Schritt beginnen. Vorhin habe ich von Ihnen gelernt, Gestaltung heißt immer anpacken. Ich habe gefragt, ich habe es mir aufgeschrieben. Bleiben wir dabei, Gestaltung heißt anpacken und das ist ein langer Weg, ist ein mühseliger Weg, ist kein handwerklich ein Weg, der sehr viele Fragestellungen mit sich aufwirft, aber im technischen Bereich. Nicht so sehr in der Frage des Wollens, sondern im technischen Bereich. Und wenn man das Jahr 2025 sich davon nimmt, wirklich hart zu arbeiten, wird es auch wirklich, ich glaube, wichtig ist, die Menschen deutlich zu machen, es ist zum Vorteil, es ist
zum Nachteil. Es ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Und das muss man immer wieder rüberbringen, dass wir hier nicht irgendetwas abbauen, was wir zwangsläufig tun müssten, wenn wir alleine bleiben. Nämlich, hat ja Beispiele genannt. Wir erreichen alle nicht die Fallzahlen, wir sind ein relativ kleiner Landkreis, was zumindest Bevölkerung angeht. Und dementsprechend ist dieses Thema gemeinsam wirken dahin zu führen, dass wir sagen, wir können an beiden Standorten ein hohes medizinisches Niveau garantieren. Und nicht, dass wir plötzlich sagen, in Korbach werden keine Kinder mehr geboren, weil wir einfach zu wenig Menschen in die Geburtshilfe bekommen. Oder dass wir sagen, der Kardiologenabteilung gibt es nicht mehr, weil wir nicht genügend Fälle bekommen, im einen oder anderen Fall. Und das ist der ganz große Vorteil des Zusammenwachsens. Und natürlich auch, dass wir sagen, wir haben dann, der Landkreis hat dann ein Haus mit zwei Standorten. Diese Zwei-Standort-Theorie, die müssen wir noch deutlich und vielleicht herausarbeiten für die Menschen hier vor Ort, dass wir Ängste nehmen. Wichtig ist das Personal, das will ich auch nochmal sagen, die Personalräte, die Betriebsräte, Personal haben wir nicht, aber die Betriebsräte begleiten diesen Prozess positiv, weil sie natürlich auch diese Notwendigkeit herauserkennen. Und das ist sicherlich auch ein großes Fund, was wir haben, dass wir nicht irgendetwas im luftleeren Raum tätigen, sondern ganz aktiv mit den Mitarbeitenden vor Ort. Das ist ganz entscheidend. Wir reden über 1400 Menschen, die bei uns in den Krankenhäusern arbeiten. Und das ist ein, dieser Prozess, der gilt es fortzusetzen. Ich sage mal vielen Dank, dass nicht nur an die SWA, die uns hier begleiten, sondern vor allen Dingen auch an den Landrat und EKB, die hier maßgeblich dann auch ihre Kraft hineinbringen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal zu verstehen. Zukünftig wird es wirklich so sein, dass ich an bestimmte Kriterien oder das Ministerium ist an bestimmte Kriterien gebunden und nur wenn die erfüllt sind, kann ich Ihnen Leistungsgruppen zuweisen. Wenn ich Ihnen die Leistungsgruppe nicht zuweisen kann, weil Sie als Einzelstandort diese nicht erfüllen, entfällt die Leistung und damit aber auch die gesundheitliche Versorgung, die Sie bis dato eigentlich hatten. Haben Sie die gesundheitliche Versorgung nicht, entfallen die Arbeitsplätze. Also es ist ja dann so ein Dominospiel. Ja? Und dadurch, dass Sie jetzt praktisch sagen, nein, aber wir sind eins, dadurch wiederum kann ich Ihnen die Leistungsgruppe zuweisen und dadurch erhalten Sie auch die entsprechenden Arbeitsplätze und vor allem das Angebot für die Patientinnen und Patienten. Und darum geht es uns ja vor allem. Die Menschen sollen weiterhin gut versorgt sein, sodass wir es bezahlen können, dass aber auch die Qualität entsprechend stimmt. So, und das ist deswegen, wir begrüßen das ausdrücklich und das ist, da ist dieser Landkreis hier eine Vorreiterrolle eingegangen, das muss man einfach mal sagen. Der Landrat und der Bürgermeister haben vieles aus unserer Sicht richtig gemacht, was wir außerordentlich begrüßen. Ja, vielen Dank. Jetzt vielleicht mal den Blick des Gesundheitsdezernenten, nicht nur auf die stationäre Versorgung, sie muss ja auch Notfallversorgung bedenken, das geht auch ohne Krankenhäuser nicht. Herr Friedrich, bitte. Von den drei Vorrednern sind die wesentlichen Dinge ja gesagt, aber ich will das mal pointiert drei Dinge nennen, die mir wichtig sind. Einerseits ist mir wichtig, dass wir das Tempo dieses Prozesses halten, das Tempo des Prozesses halten. Natürlich müssen wir noch beobachten, wie der Gesetzgebungsprozess in Berlin und in Wiesbaden sich dann gestaltet, aber wir müssen das Tempo halten. Wir verlieren nämlich sonst zu viel Zeit, eben bei dem Fitmachen unserer Krankenhauslandschaft für die Zukunft. Und außerdem, jeder Tag, den es länger dauert, der kostet Geld. Das Geld wird zu großen Teilen aus den kommunalen Haushalten in Waldeck-Frankenberg aufgebracht werden müssen. Und das fehlt den Gemeinden für die Kindergärten, uns fehlt für die Schulen. Das führt so weit dazu, deshalb müssen wir das Tempo des Prozesses hochhalten. Das Zweite, was mir von Anfang an wichtig war, wenn wir eine Klinik mit zwei Standorten haben, dann können wir unser medizinisches Angebot verbessern und ausbauen. Und dann können wir auch mehr Erträge generieren. Das ist ganz, ganz wichtig für die Menschen, die hier leben und die hier wohnen und die hier älter werden. Und entweder über die Krankenhausstruktur des Klinikums Waldeck-Frankenberg oder über das anzugliedern oder die angegliederten MVZs, die wir ja auch überführen werden. Ich werde es dann hoffentlich auch gelingen, den ein oder anderen ebenfalls bei der fachärztlichen Versorgung in den Griff zu bekommen. Ich denke, gerade wenn ich hier in Korbach bin, großes Thema Kinderarzt, ein Riesenthema. Es gibt auch noch andere fachliche Disziplinen, wo wir enormen Nachholbedarf haben. Das können wir vielleicht dann sicherstellen, ist mir ganz wichtig. Und das Dritte, das hat er mir in den Mund gelegt, hat er komplett recht. Wir haben auch noch sowas wie Rettungsdienst. Wir sind ein flächengroßer Landkreis. Und durch den gesellschaftlichen Wandel, durch
116, 117 wird der Rettungsdienst ja für Leistungen in Anspruch genommen, die nicht zu seinen originären Aufgaben gehören. Also, um es auf den Punkt zu bringen, wir fahren immer mehr Menschen hin und her, die vielleicht gar keine stationäre Versorgung benötigen, weil die Strukturen nicht da sind. Und deshalb muss es uns ein Anliegen sein, zur Entlastung des Rettungsdienstes dieses starke Klinikum bei Leck-Fahrenberg aufzubauen. Das hilft allen weiter, stärkt natürlich auch den Standort, denn dann fahren die Rettungsdienste dann auch ein Krankenhaus an mit zwei Standorten, was ein optimales Leistungsspektrum anbieten kann. Wir brauchen dann nicht die weiten Wege zu der Maximalversorgung oder in andere Einrichtungen zu fahren. Auch vor dem Hintergrund ganz wichtig. Und du hast es ja auch deshalb wahrscheinlich gesagt, weil du natürlich weißt, dass wir den Kreistag dieses Jahr auch noch mit dem Thema Rettungsdienst befassen müssen. Wir müssen das wieder ausbauen und weiterentwickeln. Alles Dinge, die des Tages viel Geld kosten. Also wir halten das Tempo. Ja, vielen Dank auch dafür, jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass wir ja. Genau, der Herr Judo hat es ja gesagt, man hat Kriterien, sozusagen, die man befolgen muss, um dann sozusagen aus diesen Leistungsauftrag zu bekommen oder diese Zuweisung dann zu bekommen. Liegt das dann ausschließlich an den, Sie wollen ja eigentlich weg von diesem Fallpauschalsystem, eben mit diesem Vorhaltepauschalsystem, das soll ja dann auch noch eine Finanzierung sozusagen sichern, aber ist so zentral wirklich, also die Zahl der Fälle, die sozusagen auch dafür ursächlich sind, was dann nachher zugewiesen wird? Ja, jetzt geht es ja, praktisch die Reform sieht ja jetzt eher vor, dass sie bestimmte Personalvorgaben und Strukturvorgaben erfüllen müssen. Erst daran kommt dann eine bestimmte Mindestfallzahl, die man betrachten soll. Für die Sicherstellungshäuser wird es aber so sein, das sind ja diese beiden hier, für den Sicherstellungsauftrag wird es bestimmte Ausnahmen geben, aber ansonsten für alle weiteren Eingriffe, die über den Sicherstellungsauftrag hinausgehen, wird es wirklich so sein, welche Personalvorgaben sind vorgesehen und welche Strukturmerkmale sind vorgesehen. Können Sie dazu noch ergänzen, Herr Lüch? Dass das nicht zu kompliziert war, weil das ist pro Leistungsgruppe dann auch ganz, ganz unter. Manche Leistungsgruppe ist wieder mit einer anderen gekoppelt, aber gerade bei den Standorten sehen wir gute Ergänzungseffekte, so würde ich es mal sagen, gute Ergänzungseffekte, um das Leistungsportfolio zu erfüllen, gerade auch im elektiven Bereich. Es wurden ja jetzt auch so in den Debatten immer mal, wurde der Ruf laut nach Unterstützung vom Land Hessen. In der jüngsten Berichterstattung waren so Punkte dann genannt, ja, finanzielle Ausstattung natürlich der entsprechenden Kliniken, gerade auch mit Blick auf den Fusionsprozess. Gibt es da sozusagen etwas vom Land Hessen in finanzieller Natur, dass das Ganze sozusagen unterstützt? Wie gehen Sie generell auch an Stärkung des ländlichen Raums ran, weil das ja hier eigentlich so ein Vorreiterprojekt eben ist? Ja, und Fachkräftemangel wurde hier ja auch genannt. Gibt es Ausbildungsoffensiven? Gibt es vom Land Hessen irgendwelche Unterstützungsprojekte, um eben gerade solche ländlich geprägten Räume mit Krankenhauslandschaft auch zu fördern? Also kommen wir erstmal zum Finanziellen. Die Länder sind ja zuständig für die Investitionskosten. Mhm. Das Land Hessen hat jetzt seit 2016 die Investitionskosten um 170% gesteigert. Wir sind auf 390 Millionen pro Jahr. Und dazu kommen jetzt nochmal eine Steigerung auf bis zu 550 Millionen. So sieht es der Koalitionsvertrag vor. Und die Krankenhausreform selbst sagt ja jetzt, 50 Milliarden über 10 Jahre sollen von den Ländern und den Kassen, also nicht dem Bund, sondern den Ländern und den Kassen, Beitragszahler und Länder sollen das Ganze bezahlen. Und das würde dann pro Jahr in Hessen bedeuten, dass 187 Millionen nochmal in diesen Transformationsprozess hineinkommen. Und da passt natürlich ein solches Projekt, das kooperationsübergreifend ist, dann genau in diese Geschichte mit hinein. Also auch das passt von dem Kooperationsgedanken, weil man ja auch Synergieeffekte gewinnen möchte mit ein Haus, zwei Standorten. Fachkräfte ist ja insbesondere angesiedelt in einem anderen Ministerium, Sozialministerium, wird natürlich massiv mit der Stabsstelle Fachkräftesicherung mitbefürwortet, aber da kann ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen, damit ich auch die Kollegen nicht vorgreifen aus dem anderen Haus, und jetzt, dann schimpfen die wieder mit mir, sag ich mal so. Das würde ich aber auch machen, wenn die über Gesundheit reden, sagen Sie.
Ein Punkt war auch ganze Teams. Mhm. Sie haben ja gesagt, sonst macht das Ganze ja eigentlich gar keinen Sinn. Also man müsste ja schon wirklich ganze Teams sozusagen auch verlagern. Können Sie da Beispiele nennen? Abteilung, also medizinische Versorgung. Also welcher Bereich kann sozusagen nur an einem Standort vorgehalten werden, während ein anderer beispielsweise jetzt am anderen Standort vorgehalten wird? Ich glaube, wir nennen mal ein Beispiel einfach aus Wiesbaden, was wir so kennen, nämlich wie dort Teams praktisch jetzt schon übergreifend arbeiten. Ja. Also da, wenn wir jetzt hier von Teams sprechen, meinen wir nicht die ganz große Standortverlagerung. Ich glaube, da möchten wir der medizinischen Konzepte auf gar keinen Fall vorgreifen. Das müssen Sie erstmal vor Ort entwickeln, wo jetzt Kardiologie stattfindet. Wir haben es häufig zwischen Krankenhäusern, dass ein großes Krankenhaus mit einem kleinen verbunden ist. Also das gibt es bei ganz vielen Kreiskliniken. Und dann gibt es eben sozusagen einen Operationstag. Jeden Dienstag ist dann das OP-Team für Viszeralchirurgie, also sozusagen Bauchraumeingriffe, im kleineren Standort, da können die Patienten dann ortsnah behandelt werden. Das ist etwas, das lässt der Gesetzentwurf im Moment noch nicht zu, weil diese Standortvoraussetzungen, also die Voraussetzungen müssen standortbezogen erfüllt werden. Das heißt, man bräuchte an jedem Standort 3 Fachärzte und entsprechende Geräteausstattung. Gut, die Geräte brauchen Sie immer, die brauchen Sie auch, wenn Sie einmal in der Woche vorbeikommen, muss ein Röntgen vorhanden sein und ähnliches. Aber das ist uns sehr wichtig für den ländlichen Raum. Und das ist halt so ein Thema, was wir in Hessen häufig haben, weil wir haben viel diese Kreiskliniken. Also denken Sie zum Beispiel, ja, also ich jetzt gerade Wiesbaden eingebaut, das ist das katholische Krankenhaus, die haben noch ein kleineres Krankenhaus im Rheingau. Und da machen wir das eben so im Moment, dass da quasi ein erfahrenes Team immer mal rausfährt. Hochtaunuskliniken machen das ähnlich, die haben auch so kleinere Standorte. Und sowas würden wir uns halt auch wünschen für die Region. Aber Sie haben einen tollen Punkt angesprochen. Wenn ich Ihnen ja, oder wenn wir als Ministerium Ihnen bestimmte Leistungen nicht mehr zuweisen können, die bis dato in der Region eigentlich angeboten werden, dann werden auch Ärzte möglicherweise den Standort an sich nicht mehr als so attraktiv empfinden, überhaupt in den Blick zu nehmen, weil sie sagen, die bieten das ja gar nicht an, das hätte ich aber gerne noch mit der Leistungsgruppe. Das heißt, dadurch, dass sie weiterhin bestimmte Leistungen anbieten können, sind sie auch attraktiv als Arbeitgeber. Weil sie stehen ja im Wettbewerb mit vielen Standorten in Hessen. Deswegen war das ein guter Hinweis. Kam mir jetzt gerade so noch schön, wenn die Leistung wegfällt, dann ist es möglicherweise nicht mehr so attraktiv für Arbeitskräfte dahin zu gehen. Ist das denn praktikabel? Ja, nochmal zum Fachkräftemangel. Das heißt aber in Zukunft, ab 1.1.26, dass zum Beispiel Pflegepersonal aus Frankenberg, eventuell in Korbach, eingesetzt werden kann, weil in Frankenberg die entsprechende Leistung zurückgefahren wird und in Korbach dafür ausgebaut wird. Kann man, glaube ich, ein Stück weit mal sortieren. Also das eher ein unwahrscheinliches Szenario. Gerade weiter Pflegekräfte in beiden Standorten brauchen wir Pflegekräfte, haben eher eine gute Versorgung. Dass wir Pflegekräfte pendeln, sehen eher nicht. Was wir sehen, sind die Spezialisten, die dann wieder Sprechstunden anbieten. Dann ist ja Kardiologe aus Korbach, eine Sprechstunde in Frankenberg, die Kardiologie merkt in Korbach, da ist die gesamte Technik vorhanden, braucht man einen operativ stationären Eingriff. Wenn dann der Patient, der über die Sprechstunde gewonnen worden ist, dann nach Korbach gehen und sich idealerweise da behandeln lassen. Wir denken bei den Elektiven, also bei den Wahlbehandlungen stationär, daran, dass wir dann OP-Teams, das ist die Kernmannschaft, das ist der Experte, der Arzt, der Operateur mit Umfeld, übergeht, der wir organisieren, ja auf eine vorhandene OP-Struktur ja stoßen. Die beiden hast ein bisschen OP-Räume gegeben. Die sind ja auch bespielt, aber eben effizienter. Und zwar nicht nur parallel in 7 Tagen der Woche in beiden Standorten, sondern vielleicht in 7 Tagen aufgeteilt auf beide Standorte. Und damit heben wir die Ressourcen, die wir haben wollen, brauchen wir die Klärung dieser Möglichkeit, auf der Ebene des Bundesrechts, dass wir das können, was wir sicher wissen, reinwirklich sicher wissen, das Szenario der Sprechstundenangebote, dass wir auch Fachärzte mit dieser Beistandsangebote bekommen, das dürfte gehen. Elektive Behandlungen frei zu verordnen, müssen wir mal sehen, ob das gelingen mag. Noch weitere Mechanismen, die Kooperation befördern. Sie dort eben schon beschrieben, dass es ja auch um Strukturkriterien geht, die der eine Standort vielleicht nicht hat, weil er dann zum Beispiel die weiteren fachliche Expertise nicht hat. Dann darf man sich anlehnen an einen Kooperationspartner, der dann im Hintergrund dann vielleicht den 25. Kardiologen oder den 23. Neurologen hat. Da gibt es Möglichkeiten, das ist aber auch komplex. Das schreibt man vielleicht immer noch an, was wirklich wichtig ist. Das System muss ja auch stabil sein.
das ist, glaube ich, sehr schön auch von der Betrifft in der Veranstaltung aufgezeigt worden. Lastengruppen greifen auch ineinander, bedingen einander. Und irgendwann, wenn man ein Lastengeschehen mit bestimmten Qualitäten nicht aufrechterhalten kann, bricht der eine Baustelle weg, dann bricht der nächste Baustelle weg. Dann kommen die Ärzte nicht mehr. Und daraus entsteht dann sehr schnell eine Abwärtsspirale. Das beschreibt die Herausforderung für klassische Alleinstellungsstandorte, wie wir sie jetzt haben. In der Größenordnung mit dem Portfolio, unter den neuen Rahmenbedingungen, wirklich gelebt. Und das können wir nur über eine Kooperation dann auch entsprechend auflösen. Und das ist halt die Perspektive, dass wir das Niveau halten können. Und dann fällt es dem Patienten, der sowieso weniger kommt, nicht mehr auf, dass er vielleicht, wenn er jetzt einen Termin anfragt, den eben nur an dem Dienstag dann in Frankenberg bekommt. Und der kommt auch am Dienstag und muss nicht den Mittwoch haben. Ich will das nochmal ergänzen, damit der Tenor weggeht von Verlust. Das hört sich ja dann immer so, das ist ja eine berechtigte Frage. Aber Sie müssen erstmal wissen, was immer Sie machen in diesem Krankenhaus, das ist keine einzelne Insellösung. Also der OP ist keine Insellösung, er bedarf anderer Abteilungen in der Frage von nachfolgenden Problemstellungen. Das ist das eine. Also man wird ja nicht sagen, es gibt nur noch rechts oder links. Das zweite ist, die Chance, die dahinter steht, ist ja eine Erweiterung des Portfolios. Denken Sie mal an Robotik. Das ist ja ganz normal. Die sitzen wie bei Star Wars in ihrem Sessel und machen die Galle kleiner oder größer. Denken Sie an Handchirurgie. Alle Dinge, die wo heute Menschen weit fahren müssen in dieser Spezialisierung. Und das ist natürlich richtig, was eben gesagt worden ist, mit Power Wirbel sollen behandeln, ist das ja eigentlich keine Sache, die man vor Ort halten muss. Wir machen einfach das Geld dafür. Und diese Stärkung, dieser Ausbau definiert sich nicht dadurch, dass jemand von links nach rechts fährt, sondern dass die Standorte darauf gesichert werden. Das ist das Entscheidende und somit auch ausbaufähig sind. Also ich betone das immer, wiederhole mich auch gerne, dass da keine Verlustängste entstehen, dass sich der Mitarbeiter, der jetzt vielleicht in der Buchhaltung mit 48 Jahren in Frankenberg Allendorf ein teures Fingerhaus gekauft hat, plötzlich Angst hat, der müsste noch in das böse Korn 100 Kilometer am Tag fahren. Es wird sich das eine andere verschieben, es wird Verdichtung erfolgen, aber die werden sicherlich dann auch so sein, dass da jetzt nicht im Vorfeld wir überreden müssen, wer verliert, wer gewinnt. Es werden beide gewinnen, beide Standorte. Das ist die Botschaft, die rüberkommen muss, weil sonst ist der Prozess letztendlich auch nicht sinnhaft. Und von daher glaube ich, das muss man auch in der öffentlichen Wahrnehmung so bringen, da haben Sie auch eine relativ hohe Verantwortung, diese Prozesskultur auch in dieser positiven Ebene zu betrachten, nämlich so, wie es auch tatsächlich ist. Das Schlimmste ist, wenn jetzt plötzlich Leute sagen, muss ich jetzt, das habe ich alles erlebt in unserem Haus, da haben wir eine Schwester von der dritten Stock in zweiten versetzt, da brechen Welten zusammen. Und ich übertreibe da vielleicht ein bisschen, aber das ist tatsächlich so, dass wir jetzt nicht antreten, um zu sagen, nachher muss unter Strich müssen 30% der Leute weg oder so. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, dass da beide Häuser ihre eigene Problemstellung haben, die auch in diesem Prozess auch immer weiter noch aufgedeckt werden und natürlich auch dementsprechend auch dann systematisch angegangen werden, das ist doch klar. Auch Korbach hat aufgrund der Inflationsstruktur, des nicht vorhandenen Ausgleiches, fehlen uns im Moment 7,5%. Das sind aber 3 Millionen. So, das ist aber nicht das Thema, dass wir es machen nur um das Geld deswegen, sondern immer, wie ich gesagt habe, es geht um das, die optimale Versorgung der lebenden Menschen. Und in der Verantwortung stehen ja die Kommunen, steht der Landkreis. Und in dieser Verantwortung müssen wir sehen, wie wir mit dem vorhandenen Potenzial, wir sind halt mal geografische Mitte, vom Haus der Level 2. Frankenberg ist absolut unverzichtbar für den Südkreis. Es geht nicht ohne dieses Haus, sonst hätten wir nicht den allein den Zuschlag bekommen, den Sicherstellungszuschlag. Und andere, die dann jetzt sagen, okay, die Welt sieht aber anders aus, ich kann ja mein Kind in Fritzlar gewähren. Ich habe ein bisschen kurz gedacht. Ja, wir wissen alle nicht, was da passiert. Wir wissen nicht, was passiert mit dem Eigentümer Kassel in Bad Aarau. Wir wissen nicht, was passiert, was Asklepios in 3 oder 4 Jahren vorhat. Und das ist ja die große Stärke, dass wir in dieser Kommunalität auch sagen können, Leute, wir ziehen nicht plötzlich ab, weil irgendwo der Großkonzern das so will oder weil wir plötzlich monetär in links, rechts oder unterhalb der Elbe oder nördlich mehr private Chancen sehen. Das ist der ganz große Vorteil dieser kommunalen neuen Struktur. Also nicht, dass die arme Schwester von links nach rechts heizen muss, um Gottes Willen, nicht, dass der arme Verwaltungsmensch plötzlich Angst bekommt, sondern die Frage, 2 Beispiele, Handchirurgie, Robotik, sind so typische Beispiele, die wir uns derzeit jetzt erstmal anfangen aufzubauen. Es kann also mehr werden. Ja, das war noch so ein Stichwort, was ich hatte. Also gibt denn die Struktur sozusagen auch her, dass sozusagen noch mehr Expertenteams sozusagen hier angesiedelt werden können? Also gibt es irgendwelche Bereiche, wo Sie jetzt vielleicht auch sagen, durch diese
neue Struktur durch diese Fusion, durch diese Möglichkeit sozusagen auch, dass sich das auch mal verlagern kann, dass sie so auch zusätzliche Möglichkeiten schaffen, irgendwelche Bereiche hier auch anzusiedeln? Medizinische Bereiche? Ja, also das wollen wir heute nicht ausschließen, ist aber jetzt natürlich nicht im Fokus des aktuellen Projektes. Mhm. Das aktuelle Projekt bedeutet jetzt, dass wir uns so aufstellen, dass wir unser Leistungsgeschehen sichern für die Zukunft. Das Spektrum, die Häuser haben ja auch eigene Profile schon herausgearbeitet und in diesem Jahr erfolgreich unterwegs sind. Das müssen wir in der ersten Priorität erarbeiten. Ansonsten ist die medizinische Angebotslandschaft immer in Bewegung. Das hängt immer auch sehr stark davon ab, ob es dann gelingt, gute Leistungsträger zu gewinnen, die dann Projekte entwickeln, wie eben beschrieben. Da schließt sich der Kreis, das gelingt nur dann, wenn man ein attraktives Angebot hat. Wir merken ja, dass wir im harten Wettbewerb sind. Beide Häuser müssen sich mühen, um überhaupt Plätze zu bekommen. Eine solche Konstruktion ist ja deutlich attraktiver mit den Perspektiven, die wir haben. Und so schließt sich da der Kreis. Das kann ein Handlungsstrang sein, das hat jetzt nicht die allererste Priorität. Wir wollen erstmal das Leistungsgeschehen jetzt sauber durchdeklinieren, abgestimmt mit Wiesbaden und Versorgungsaufträge überführen und dann sind wir leistungsfähiger. Und dann kann man wieder weitergehen. Ist es denn attraktiv für Ärzte, einmal die Woche 200 Kilometer durch die Gegend zu fahren? Also haben Sie da schon Feedback? Machen die da mit? Das Gute ist, dass das Warenwerk keine 200 Kilometer möglich ist. Ja, also hin und zurück dann. Tatsächlich. Ja. Hauptsächlich. Gefühl, ja. Gefühl schon. Das Entscheidende, ich habe gerade in der Familie, also meine Tochter, die steht jetzt am Vorabend des dritten Staatsexamens, so die ist dann fertig. Das ist interessant, wenn die zusätzliche Aufgaben machen können, dann fahren die dafür auch ein paar Kilometer. Die interessieren sich gerade, junge Ärztinnen und Ärzte interessieren sich, Notarzt zu fahren, sich da weiterzuentwickeln. Das ist hochinteressant und das haben Sie ja, Herr Söder, eben schon gesagt, das wird den Standort nach vorne bringen. Gerade auch für ärztliches Personal. Da bin ich ganz sicher aus eigener Erfahrung. Ich lerne das ja gerade als Vater. Sie müssen ja wirklich bedenken, wenn Sie nichts tun, werden beide Standorte verlieren Leistung. Ja. Weil ich es nicht mehr zuweisen kann. Das waren die zwei Sachen. Das ist praktisch, also ich fand das gut, das Leistungsangebot sichern. Das fand ich erstmal, das muss jetzt erstmal das Ziel sein in dieser Kooperation, denn wenn wir etwas nicht zuweisen dürfen, weil das Gesetz es nicht hergibt von den Mindestanforderungen, dann werden sie die verlieren. Mhm. Weil sie können dann das möglicherweise weiter anbieten, sie kriegen es aber nicht mehr bezahlt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass dann der Landkreis sagt, okay, ich krieg's zwar nicht von den Kassen erstattet, aber ich biete das mal meinen Bürgern weiter an. Wer will das denn bezahlen? Das ist unrealistisch. Ja. Und ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein und deswegen. Für uns hat das hier, was der Landkreis hier vorhat, eine Vorreiterung. Ja, es gibt viele, die reden, aber kurz nochmal da, ja. Das ist nur so ein Punkt. Entschuldigung, Herr Friede. Sie sind ja in Verhandlungen jetzt mit dem Bund, was die Reform angeht. Wann ist denn da ein Ende absehbar? Also wann steht diese Reform und können Sie da jetzt irgendwie nochmal sagen, an welchen Punkten es hakt? Und ja, weil es wird ja hier auch drauf gewartet. Also die vier großen Punkte, die ich eben schon genannt habe, Vorhaltefinanzierung, Übergangsfinanzierung, Standortfrage und Kooperation, das sind die vier wesentlichen Knackpunkte im Moment für die Länder in den Gesprächen mit dem Bund. Und es gibt ja zwei Optionen. Entweder der Vermittlungsausschuss wird angerufen, dann verzögert sich das Ganze, was heißt verzögert, verlängert sich der Gesetzgebungsprozess um 3 Monate, kommt kein Vermittlungsausschuss, beginnt der Gesetzgebungsprozess praktisch Scharfschaltung ab 1. Januar mit der Umsetzung. Ansonsten dann halt 1.4. So, und deswegen beharren wir, oder die sagen wir zumindest bestimmte Länder immer noch, es gab ja auch die 16:0 Position, daran ist das ja alles angelehnt. Wir sind jetzt noch in den entscheidenden Gesprächen mit dem Bund und ich finde, man sollte Unklarheiten, die das Gesetz einfach noch hat, weil man es in die eine oder andere Richtung interpretieren kann, jetzt klären, bevor man das Gesetz scharf schaltet, wenn das uns auch wieder schön mit drüber gesprochen hätten. So, die 3 Monate machen es jetzt nach über 2 Jahren wirklich nicht. Also das habe ich eben auch in der Versammlung gesagt. Da ist mir wichtiger, dass wir nochmal das Gesetz verbessern. Es geht nicht um Aufhalten, es geht um Verbessern. Vielleicht noch zwei Dinge fahrtechnisch. Wir haben jetzt einen neuen Generalchirurg, Nachfolger Herrn Klotz. Der kommt bewusst also an die großen Unikliniken aus Frankfurt zu uns, weil er sagt, hier habe ich Möglichkeiten. Und dann reden wir auch nochmal über ruhig monetäre Aspekte. Ein Herz-Mess-Katheter, der kostet heute unter Brüdern 600.000 bis 700.000 Euro. Das sind ja alles Investitionssummen, die aufgebaut werden.
Der neue Steralchirurg, der ist ein großer Fan von Robotics. Jetzt bauen wir denen eine Technik auf. Das heißt, sie werden es natürlich nur leasen. Aber so ein Ding, das ist im siebenstelligen Bereich anzusiedeln, das macht ja keinen Sinn, wenn du sowieso nur die Fallzahlen erstmal zusammenbasteln musst, damit wir als ein Haus natürlich die Refinanzierung auch bekommen. Sie haben es ja gesagt, 25, 35 gibt es noch nicht 100. Beide verlieren. Dann ist es natürlich richtig, dass man auch gerade Medizintechnik, die äußerst, sagen wir, die sehr viel Geld abverlangt, dann dementsprechend natürlich auch konzentriert definiert. Und das sind so viele kleine Aspekte eines Zusammengehens, was das Ganze immer wieder zum Vorteil der Patienten auskleidet. Das müssen wir immer wieder bewusst sein. Es ist immer zum Vorteil der hier lebenden Menschen. Es ist nicht die Spielwiese vom Landrat. Der Langeweile hat sich mit dem Prozess jetzt mit 21 Kommunen rumzuhagern oder der Friedrich hat nichts mehr zu tun, der geht bei der Rente. Nein, das ist nicht. Da steht in der Verantwortung, dass Menschen gerne ihre Landkreise sind sicher und natürlich auch mit viel Vergnügen älter werden. Und da gucke ich meinen Freund Karl-Friedrich Frese an, der hat die 60 auch überschritten. Und der Gedankengang, dass demnächst eine Supermedizin auch in beiden Standort definiert, finde ich als älterer immer sympathisch. Also, ja, das ist tatsächlich so. Also, kommt keiner dran vorbei. Ja. Das nehmen wir mit der Abschiedsrede eben schon mal auf. Gut geschrieben. Das war ich mal. Noch Freude und bewusste Gesundheit. Was Herr Friese noch angesprochen hatte, da wollte ich auch noch mal nachfragen, weil Sie haben ja bewusst den Fachärztemangel auch angesprochen, gerade auch mit Blick auf den Kinderarzt. Sie haben gesagt, dass diese Fusion und die Angliederung der MVZs ja dann auch Chancen bieten kann, dass eben auch in diesem Bereich ja auch Lücken gefüllt werden können. Also wie kann das passieren? Also wie kann sozusagen dann die Attraktivität auch gesteigert werden, dass auch wieder Fachärzte hierher kommen? Weiß nicht. Ja. Schreiben. Das kann man so beschreiben, wenn man einen attraktiven Krankenhausstandort hat, hat man natürlich auch ein attraktives MVZ, weil die Ärzte ja auf beiden Ebenen tätig sind. Und dadurch kann man vielleicht auch über so einen attraktiven Standort auch dann wieder jemanden bekommen, der einen freien Facharztsitz übernimmt. Einen freien Facharztsitz, da haben wir ja in verschiedenen Bereichen. Das Thema Kinderarzt habe ich nur deshalb genannt, weil einmal wir das in Frankenberg, hat er organisiert, ja erledigen konnten. Wir haben hier jetzt eine Kinderärztin, weil wir den Mangel hatten, den MVZ am Krankenhaus. Und hier ist es uns ja in der Vergangenheit schon mal gelungen. Hier war ja auch eine Kinderärztin am Krankenhaus, die hat sich am beruflich neu orientiert und hier zugehalten. Und das insgesamt das System verbessern, den Ruf des Krankenhauses erweitern können, sagen, dass wir ein vielfältiges Angebot haben, dass wir retten und vielleicht dann doch ein Stück weit noch weiterentwickeln, dann verspreche ich mir daraus schon Chancen. Und darum haben wir natürlich auch bei so einem Kinderarzt haben wir natürlich auch Kostenstrukturen. Und wenn wir das in einem etwas größeren MVZ ansiedeln können, dann kann man auch quer etwas mitfinanzieren. Okay. Frau Lemburger wird mir das verzeihen, aber die Medizin wird weiblicher. Ja. Sie wird halbtagsorientierter. Sie wird ängstlicher, nämlich hat keiner Bock, sich in Sachsenberg als Dorfarzt niederzulassen mit 30 Wochenenddiensten. Das ist nämlich anstrengend, das kostet Zeit. Und wirklich in der Frage von etwas bequemerem Leben ist ja viel schöner, du gehst als Angestellter in so ein MVZ. Das nehmen wir mit Sachsenberg. Hast du gelben Schein angesprochen oder hast keine Fortbildungsverpflichtung? Das ist so alles ein bisschen diese bequemere Ebene. Früher hat Oberarzt Krankenschwester geheiratet, da war eine soziale Ausrichtung definiert. Heute heiratet Oberarzt Oberärztin, da kommen die Blutgehälter zusammen, um letztendlich auch dementsprechend sich etwas das Leben einfacher zu machen. Das sage ich jetzt ganz bewusst mal so, das ist ja nicht das, was morgen für auf der Titelseite steht. Was? Was Gut, ich bezahle ihn. Über die Jugend haben wir noch nicht Zeit. Aber die Fragestellung tatsächlich, wo kriegen wir das Personal hin? Deshalb sind die MVZs ja lediglich Zuweiser. Und wenn ich zu dem Zuweiser gehe, also zu dem Arzt meines Vertrauens, den Angestellten, Orthopäden oder was weiß der Geier, und der sagt, ich besorge dir einen OP-Platz, ob das dann links oder rechts ist, das spielt ja alles keine Rolle. Vielleicht denkt man ja ganz neu in ein paar Jahren, vielleicht haben wir MVZ, die mitten im Landkreis sind, keine Ahnung. Das darf sich ja alles entwickeln. Es muss ja nicht unbedingt am Krankenhaus eigentlich sein, die MVZs, die ja auch nicht gerade Profizenter sind, definieren sich ja dadurch, dass wir Zuweiser haben, wie Portal. So, das kann auch weiter in Schmidt-Lothheim oder in der Urburg vielleicht nicht, aber in Schmidt-Lothheim in der Mitte stehen. Vorsicht, also, es ist eine Menge Potenzial in diesem Prozess und das muss begleitet und erarbeitet werden. Ja, der SMO wandelt sich halt, ne? Das ist tatsächlich.
70-80% wollen nicht mehr Unternehmer sein. Punkt. Das brauchen wir Angebotsstrukturen. Und über den Prozess haben wir das. Und dann haben wir diese ganzen wechselseitigen Nutzen daraus. Und der Beitrag ist auch erfolgreich. Kinderarzt in Frankenberg, jetzt haben wir Rheumatologen bekommen. Auch komplette Unterversorgung im Landkreis. Und Diabetiker fehlen. Zum Beispiel. Ja. Also dann bleibt es auch im Korbach so bei dem Vorhaben, das ans MVZ anzugliedern, ja. Weil alle einfach auch alles andere... Alle anderen Versuche, die wir jetzt gemacht haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung, sind ja nicht der Erfolg gewesen. Weder unsere eigenen noch die von Herrn Lastig und anderen, die ja sogar hier Beimat sind und versucht haben, war ja nichts. Also Kinder, nur mal ein Beispiel, wir hatten über 50.000 aus dem Haus eingestellt und haben 20.000 auf den Headhunter ausgegeben. Headhunter kostet heute einen Fünftel. Dann hat er uns 160 irgendwie Pseudokandidaten angeschleppt, von denen keiner wollte. Jetzt haben wir das verstärkt, indem wir bei der Böckemeier schon noch einen Arzt reinbringen konnten. Das war es dann aber auch. Das reicht natürlich nicht, weil es geht nicht um den Kinderarzt für Korbach, es geht um den Kinderarzt für eine Region, sagen wir mal 20 Kilometer herum. In Windung haben wir das gleiche Problem, da ist der alte Herr Bauer nochmal aktiviert worden, da waren meine Kinder schon. Das ist ja alles nicht normal, was wir hier betreiben, aber es geht ja immer um die Qualität. Das ist so ein Standortvorteil. Wenn wir junge Ingenieure für Fissmann oder für Conti mit ihren Familien generieren wollen, dann gucken die natürlich schon, ist der Kindergarten in der Nähe halbwegs ordentlich, können wir ein bisschen Kultur bieten. Gibt es ja noch eine Kneipe und nebenher, wie ist das von medizinischer Versorgung? Ja? Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Man darf ja nicht vergessen, wir ziehen ja bei uns im Kreis aus Nordrhein-Westfalen Patienten. Also der Südkreis sowieso, der Nordkreis, aus dem Marburg-Bieden kommt und aus dem Schwalm-Eder-Kreis, weil die einfach günstiger liegen und eine gute Leistung anbieten, die Häuser. Ist auch, das ist so. Also wir kennen ja das Marktgeschehen mehr, da gibt es entsprechende Studien, das hat auch einen Effekt. Und die Nährischen Mordweiger in Willingen brauchen unser Haus als chirurgischen Standort. Also kriegen wir schon Magen hier. Wir haben übrigens unsere bestgehende Rettungswache der Kassel. Und Winterberg ist ja ein paar Kilometer weiter in NRW. Das ist die einzige Mittelgebirgslandschaft mit einer schwarzen Piste. Und die Narren, die sich da runterstürzen, das ist völlig absurd. Ja, Winterberg, Weinberg, die sind ja auch regelmäßig mit dem Hubschrauber unterwegs. Ja, das ist ja, Winterberg ist ja pleite, das ist der einzige Grund, ja, dass der Winterberg nicht mehr Markt ist. Die sich mal wieder überschlagen haben im Bikepark, die landen in der Regel mit dem Hubschrauber in Frankenberg oder in Marburg oder weiß der Geier. Gut, ich wollte noch ganz kurz eins ergänzen, bevor wir das Thema relativ schnell weggegangen sind, finanzielle Förderung. Also da ist es so, dass wir im Moment als Ministerium 200.000 Euro ins Krankenhaus Korbach reingeben für ein intersektorales Vernetzungsprojekt mit dem Rettungsdienst. Da ist das Krankenhaus Korbach zusammen mit den rettungsdienstlichen Partnern der erste gewesen, der nach dieser Förderrichtlinie intersektoral Fördermittel bekommt, mit denen wir eben das Zusammenwirken der einzelnen Elemente so einer Rettungskette oder eben der sektorenübergreifenden Versorgung fördern wollen. Also das nur mal so als ganz kleiner Hinweis. Da glauben wir schon an verschiedenen Ebenen auch an das Krankenhaus und die Notwendigkeit und wollen hier eben dafür sorgen, dass es eine gute Struktur gibt. Das ist jetzt nur ein kleiner Betrag im Vergleich zu dem, was so eine Krankenhausfusion dann am Ende kostet. Aber erster Fördermittelempfänger zu sein, sozusagen mit Ihrem Krankenhaus und Ihrem Rettungsdienst, ist schon auch nicht ganz schlecht in Hessen. Und einen Fusionszuschuss, gibt es den auch? Also wenn das ist immer noch auf noch haben wir kein Gesetz. Nein, ich wollte trotzdem mal sonst was aufrufen worden. Mit diesem Thema werden wir uns beschäftigen. Okay. Deshalb brauchen wir auch die neue Strukturen, wie wir das tun können. Ja, also das ist eine konkrete Frage, ob jetzt, wenn sozusagen dieser Fusionsprozess, der läuft ja im Prinzip schon oder ist gestartet, wenn diese Fusion umgesetzt wird, oder gibt es da, wird das noch verhandelt, gibt es da für solche Fusionsprojekte dann sozusagen einen Zuschuss, gibt es da Geld? Das ist der sogenannte Transformationsfonds, der ja damit 5 Milliarden über 10 Jahre, und das sind für Hessen alleine, das Bundesland Hessen müsste damit jährlich 187 Millionen zusätzlich zur Verfügung. Das war das, was Sie eingangs gesagt haben. Plus nochmal die gleiche Summe vom Bund. Das ist ja überbund von den Kassen, kommt es ja noch. Ja, genau. Perspektive stellen wir uns Bedarf an. Ja. Die Pflegeschulen auch zusammengelegt. Wir haben zwei Pflegeschulen, die
gut ausbilden, Korbach und Frankenberg. Also Standorte werden wir auch weiterhin benötigt, ja. Das ist mal klar. Und natürlich werden wir auch da schon zusammenliegen, aber an beiden Standorten wird beschränkt. An beiden Standorten, ja, klar. Es gibt Notwendigkeiten, die können sich brechen, und es gibt Dinge, da muss man drüber reden. Aber das ist alles noch viel zu früh. Sondern jetzt geht es erstmal darum, einen klaren Willen zu bekunden, dass das und alle mitzunehmen auf diesen Weg, da sind Sie ja ganz weit vorne in der Verantwortung, uns da zu helfen, nämlich, dass der Weg der richtige ist. Viele, die wenigsten kennen ja in der Komplexität vom Krankenhaus landschaftlich aus. Nicht jeder geht jeden Tag ins Krankenhaus und wenn will er eigentlich noch gar nicht hingehen, möchte schnell wieder raus. Und somit ist dieses abstruse System, das ja planwirtschaftlich definiert ist. Auf der einen Seite will man uns in die privatwirtschaftlichen Strukturen einjagen, auf der anderen Seite ist Planwirtschaft, dass deine Leistung nicht bezahlt. Und aus diesem System, das versteht doch kein normaler Mensch. Und deshalb ist es so schwierig, das auch immer so plausibel zu machen, dass wir jetzt, wenn wir den ersten Schritt machen, nämlich erstmal einen Grundsatzbeschluss herbeizuführen und dann diese handwerkliche Arbeit hier mit, die ist wirklich handwerklich zu formulieren, dass da ganz viele Möglichkeiten, wir reden ja nicht von heute und morgen, wir reden ja darüber, was passiert in der nächsten Dekade. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht sagt der Gesetzgeber morgen früh, dreht die Schraube um mit der Krankenpflegeschule, vielleicht baut man mit dem Rhein ein oder im FZ, wie ich das eben mal plastisch versucht habe darzustellen. Das ist jetzt alles noch zu früh zu sagen, wir legen uns jetzt fest, da kommt die Computerabteilung hin und dann kommt das. Das muss zusammen wachsen, das muss fließen, das muss in einer Sichtweise, in einer guten Geschäftsführung nachher auch in einer gewissen Logik hineingehen. Und die neue Führungsebene muss eben das Werkzeug haben, um den Steuer. Das ist ein System. Ich glaube, wir sind durch. Fragezeichen. Ich habe noch Votumfragen im Anschluss an Herrn Frese oder an Sie, Herr Hannemus. Ich weiß nicht, wie Sie sich da aufteilen, aber ist mir egal. Wie würde ich dann die in den Punkten anstellen? Herr Dr. Resse, Sie haben ja gesagt, dass Sie den Klaus-Müller noch kennen aus den Städtendaszeiten. Wenn Sie wieder haben wollen, Sie haben das ja mitgebracht. Am ersten Thema heute vorbei. Da kam die ganze Lande Hessen beraten. Du kennst das Wort Freiheit. Willst du noch Zeugnis bauen, schreiben wir zwei. Ich werde vieles machen, aber sagen wir mal so. Ich war ein bisschen sehr gut, dass ich mich nicht mehr in der Sport-Welt. Ich bin in der Sport-Welt. Ich bin in der Sport-Welt.